Joe Biden kann als US-Präsident künftig durchregieren. Bei der Stichwahl im Bundesstaat Georgia gewinnen die Demokraten auch den zweiten Senatssitz. Sie sichern sich damit die Mehrheit in der Kongresskammer in Washington. Der demokratische Kandidat John Ossoff setzt sich laut Medienberichten mit fast 25.000 Stimmen Vorsprung vor dem republikanischen Senator David Perdue durch. Zuvor hatte sich der 51-jährige Pastor Raphael Warnock gegen die republikanische Amtsinhaberin Kelly Loeffler durchgesetzt. Warnock ist der erste Afroamerikaner, der in Georgia in den Senat gewählt wird. Die Demokraten kommen nun auf insgesamt 50 Mandate im Senat. Zwar haben auch die Republikaner 50 Sitze in der Kongresskammer, jedoch gibt die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris als Senatspräsidentin mit ihrer Stimme den Ausschlag zugunsten der Demokraten. Ein von den oppositionellen Republikanern beherrschter Senat hätte zentrale Regierungsprojekte zu Fall bringen können. Joe Biden hingegen wird das Regieren deutlich erleichtert.